Verständnis muss man etwas weiter zurückgreifen, weil Geschichte oder geschichtliche Entwicklung ist ja ein Kontinuum. Brüche kann man zwar in Geschichtsbüchern markieren, sind aber real nicht existierend, weil Politik wird ja auch von vielen Menschen gemacht und die haben nicht plötzlich von einem Tag auf den anderen eine völlig andere Gesinnung. Und psychedelisch, die Seele erhellend, die Seele erleuchtend, Delos, das Licht, mehr Licht, das ist etwas, das klingt für jeden mal gut. Finsternis, das ist Hölle, Teufel, und mehr Licht, das ist Himmel, Annehmlichkeit. Das war in den 60er Jahren das, wie wir schon mehrfach hier gehört haben, aus den USA, aus den Vereinigten Staaten von Amerika, die wir häufig der Unkultur bezeichnen, dieses Land. Viele leiden ihren Anti-Amerikanismus aus der mangelnden Kultur in den USA ab. Aber gerade was Kultur anbelangt und was kulturelle Entwicklung anbelangt, gab es eine Zeit in den USA, da waren die für viele von uns wie Vorbild. Nicht die Regierungsamtliche, sondern was die Studenten, was die Künstler, was einige Intellektuelle propagierten, eine Politik der Ekstase gegen den Mief der Bourgeoisie, des Bürgerlichen und damit verbunden Bewusstseinserweiterung, was ja im Grunde genommen jede Bewusstseinserweiterung ist wie ein Schritt zur Erleuchtung, also psychedelische Substanzen als Hilfsmittel zur Erleuchtung. Da versteht man auch schnell, warum viele Gurus dagegen sind, gegen psychotrope Substanzen. Weil es ist wie Konkurrenz. Wenn die Leute nicht regelmäßig in Ashram kommen, da ihren Dollars oder Euros oder Franken abliefern, sondern mit viel weniger Geld bei ihrem Hausdealer ganz andere Erlebnisse sich für 5 Euro besorgen können, das ist nicht gut. Da kann man keine Macht drauf aufbauen, da kann man keine Geschäfte drauf aufbauen. Darum sind viele Gurus, auch Religionsgemeinschaften, Sekten, einfach mal dagegen. Oft wissen sie gar nicht, was es ist, aber sie sind dagegen. Aber es gibt immer Leute, die sind dafür. Für die ist mehr Licht, ja, die Vision von Bewusstseinserweiterung. Wobei ich hier betonen will, Bewusstseinserweiterung ist nicht etwas, das man hat, sondern Bewusstseinserweiterung ist etwas, das man tut oder ist. Das ist ein Verb. Man erweitert sein Bewusstsein. Das ist eine Art des Seins. Das ist nicht etwas, das man kaufen kann. Das ist nicht etwas, das man mal hat, weil man einen Workshop besucht hat und Enlightenment intensiv und tralala gelernt hat, sondern es ist die Art und Weise, wie man bewusst wahrnimmt, differenziert wahrnehmen. Das heißt, bevor wir uns direkt mit psychedelischen Substanzen beschäftigen, die die Wahrnehmung verändern durch irgendwelche kleinen chemischen Manipulationen in den synaptischen Spalten zwischen den Nervenzellen, vorwiegend im Gehirn, im Bereich des Thalamus, werden andere Wahrnehmungsmuster realisiert, weil die Assoziationsketten und die Verarbeitungsmechanismen im Gehirn sich leicht verändert haben. Doch wenn wir das richtig genießen wollen, wenn wir davon wirklich was haben wollen, dann ist es von Vorteil, sich schon vorher, vor der Einnahme psychotroper Substanzen, mit der Wahrnehmung zu beschäftigen, die Wahrnehmung zu sensibilisieren und ja, auch die Wahrnehmung zu genießen. Das Schöne in der Natur. Albert Hofmann hat das ja sehr schön formuliert, wie das im Wald und seine Beziehung zum Wald
und seine Beziehung zur Natur ausschlaggebend für auch seine wissenschaftliche Tätigkeit war. Und es gibt noch einen anderen Wissenschaftler, von dem haben letztes Jahr in Deutschland vom Bundespräsident über den Kanzler und wer auch immer was in der Politik meint, was sagen zu müssen, zur bekannten Persönlichkeit, Alexander von Humboldt, weil das Buch Kosmos endlich auch in Deutsch rauskam, sein Hauptwerk, sowie Keplers Weltharmonik, richtig dicker Schmöker. Und dieses Buch fängt an, also die Einleitung zu seiner wissenschaftlichen Weltbetrachtung heißt die unterschiedlichen Arten des Naturgenusses. Das heißt, der Naturgenuss und die unterschiedlichen Arten des Genusses waren für ihn auch den Antrieb, sich wissenschaftlich zu betätigen. Also Genuss und Wahrnehmung zu trainieren, ist eine gute Voraussetzung, wenn man psychedelische Reisen auch für sich gut verarbeiten will. Weil man kann die Unterschiede wahrnehmen, präzisieren und eventuell, wenn man sich hinreichend genügend mit Sprache und mit Ausdruck auch beschäftigt, mitteilen, anderen zukommen zu lassen, durch Wort, durch Bild, durch Musik. Wahrnehmung, etwas wahrnehmen, ist ein Vorgang, der ist erst physikalisch. Wir hören alles, was ich jetzt sage, das wird in den Ohren verstärkt. Trommelfell, Hammer, Amboss, da geht es ins kortische Organ, das ist so wie eine Harfe mit tausenden von Saiten, so 6.000, 7.000 Saiten. Am Ende von jeder dieser Saite ist Nervenzelle, da wird das mechanische Signal in ein elektrisches umgewandelt, dann in chemische Prozesse und über verschiedene Leitungen an das Gehirn weitergeleitet. Bis die Information vom Ohr an die Hirnrinde ankommt, das kann man messen. Aber die eigentliche Wahrnehmung, die kann man nicht messen. Erst wieder die Reaktion darauf. Das heißt, was es auslöst, ob wir aufgrund der Wahrnehmung uns erschrecken und einen Adrenalinschub haben oder ob wir uns riesig freuen und einen Serotoninschub haben oder ob wir einen Schmerz empfinden und das auf einmal eine Endorphinausschüttung hervorruft. Das kann man wieder messen und die Funktionen im Gehirn. Aber die eigentliche Wahrnehmung, das ist das Geheimnis. Und das ist der Punkt, wo psychedelische Erfahrung zeigen kann, dass es mehr gibt auf der Welt als das, was man physikalisch erklären kann. Es gibt bestimmte Dinge, die sind außerhalb der sogenannten Wissbarkeit, um einen Begriff von Johannes Kepler zu verwenden. Wissbar ist das zum Beispiel, was man mit Zirkel und Lineal konstruieren kann. Ein Pentagramm, ein Hexagramm, ein Fünfstern, ein Sechsstern ist wissbar. Ein Siebenstern kann man nur näherungsweise konstruieren. Und darum hat Kepler gesagt, ist das Heptagramm oder der Siebenstern nicht wissbar. Die Wissbarkeit von Dingen hat immer etwas zu tun mit Vergleichen. Wir haben Erinnerungsspeicher. Und je nachdem, wie wir unser Gehirn trainieren, das heißt, je nachdem, was wir eigentlich so machen, ob wir, die meisten Menschen haben ja ein Gehirn, wenn man ehrlich ist, das überlassen sie dem Chaos. Die beschäftigen sich gar nicht groß damit, wie sie Informationen speichern, wie sie Informationen abrufen, wie das alles funktioniert, sondern überlassen das dem Zufall. Also sagen wir, die Organisation von Denken und Bewusstsein wird vor allem dem Chaos, dem Zufall überlassen. Aber man hat durchaus die Möglichkeit, so wie man einen Computer programmieren kann, auch mit bestimmten Assoziationen sein Gehirn zu programmieren. Mit
In NLP nennt man das Ankerfunktion, dass man bestimmte Analogien setzt zur Erinnerungssteigerung. In der Volksschule nannte man das vielleicht Eselsbrücke. Und dieses Gehirntraining hat nicht nur etwas mit Schule zu tun, sondern es hat auch etwas mit Genießen zu tun. Und ein Gehirn kann man trainieren wie ein Sportler, ein Tennisspieler seinen Arm, ein Fußballer sein Bein oder ein Boccia-Spieler seine Hände, seinen Arm. Das heißt, man kann seinen Körper an bestimmten Stellen zu Spitzenleistungen trainieren. Auf den Geist bezogen machen das zum Beispiel tibetische Mönche, die singen den ganzen Tag das Om, da gibt es Obertöne im Gehirn, also die singen nicht einfach Om, sondern so. Und wenn man das sehr lange macht, über Stunden hinweg, dann ist das wie eine innere Massage fürs Gehirn. Und wenn man das Gehirn ständig massiert und die Zirkulation gesteigert wird, dann kommt mehr Sauerstoff ins Gehirn und dann kriegt man ein bisschen mehr mit. Also man singt nicht Om, weil der Guru sagt, du sollst Om singen oder weil irgendein Gott sagt, das ist mir wohlgefällig, wenn du Om singst, sondern wenn man Om singt, das ist einfach eine Art zu singen, um sein Gehirn zu massieren, dass man ein bisschen mehr mitkriegt. Das ist im Grunde genommen ja, eine akustisch-physikalische Methode der Bewusstseinserweiterung, der Wahrnehmungsintensivierung oder sagen wir eine ja, akustisch-meditative Technik zur Psychedelik, zu psychedelischer Reisen. In den 60er Jahren hat musikalisch auch eine Entwicklung stattgefunden. Und zwar vor allem gab es neue Musiken, die anders gerastet waren im europäischen Abendland oder in Nordamerika. Heute spricht man ja immer von dieser sogenannten christlich-abendländischen Wertegemeinschaft. Also was das auch immer sei. Über Jahrhunderte hinweg hat man in dieser Wertegemeinschaft ein relativ grob gerastertes musikalisches System gehabt. Die Schlüsselzahl dazu heißt 12. Wurzel aus 2. Das ist nämlich 1,059463. Und wenn man diese Zahl, die ein Intervall beschreibt, nämlich von Halbton zu Halbton, 12-mal mit sich selbst multipliziert, erhält man die Zahl 2 und 2 ist die Oktave, Frequenzverdoppelung. Das heißt, von jedem Ton war jedes Intervall proportional gleich. Darum nennt man dieses Stimmungssystem auch gleich schwebend oder wohltemperiert. Abgesehen von der Tatsache, dass man in diesem System die Obertöne nicht so sauber raushört, ist es ein grobes Raster. Das heißt, alles, was dazwischen ist, wird ausgelassen. Und ja, in den 60er Jahren, unter anderem die Beatles, die waren halt in Indien, haben Sitar und Tambura, ähnliche Instrumente kennengelernt und haben andere Stimmungssysteme mit eingeführt in die Musik. Oder sie haben mit ersten elektronischen Instrumenten stufenlose Töne. Das heißt, der Ton war nicht die Höhe, die Höhe, die Höhe, die Höhe und die Proportionen konstant gleich, sondern freies Durchziehen von Tönen. Psychedelic Music. Also wer mal ein Grateful Dead Konzert gehört hat, nur als Beispiel, da hat man viele Töne, die Quintessence, die haben viele Töne richtig durchgezogen über eine ganze Spannbreite, Frequenzspannbreite. Das heißt, es war ein neues Hören, eine neue Art der Information für die Ohren. Und hinzu kam, dass eben Menschen wie Timothy O'Leary, Turn On, Tune In, Drop Out oder eben Drug Set and Setting, Politik der Ekstase ist eine Politik der Befreiung, haben die Leute intensiv
psychedelische Substanzen genommen. Ich erinnere mich zu Studienzeiten, also Politik der Ekstase, das war ein Grundlagenwerk, das viele Menschen beeinflusst hat. Oder eins der wenigen Bücher, die es in deutscher Sprache damals schon gab, von Ronald Steckel, der auch hier an diesem Kongress ist, Bewusstseinserweiternden Drogen. Da stand vieles drin, was viele junge Leute sagen wollten, aber sie hatten nicht das sprachliche Gefüge in ihrem Kopf, um das überhaupt auszudrücken. Und das war darum auch für die ältere Generation sehr schwierig, ihre Kinder zu verstehen, was sie eigentlich wollen, weil die Worte fehlten, wie viele in der Sprache haben sie nicht gelernt, haben in der Schule nicht gelernt. Welcher Schüler weiß denn, was empathogen oder entheogen heißt? Wenn man da mal fragt, dann merkt man, es gibt einige, die das wissen und die haben auch meistens Psychedelika genommen. Während die anderen das eben nicht mitkriegen. Aber auf jeden Fall in diesen 60er, 70er Jahren dann, hier in Europa gab es Open Air and for Free Festivals. Guru Guru, die wir heute Abend hören, waren da auch häufig dabei, haben da aufgespielt. Und da wurde viel LSD konsumiert. Draußen, in der Natur, gute Musik, lockere Atmosphäre, nicht kommerziell und Party Family. Party Family ist sehr wichtig. Feiern muss man lernen. Wie Drogen konsumieren, muss man lernen. So wie Autofahren oder Skifahren. Wer noch nie auf Skiern war, fährt mit dem Lift hoch, schnallt die sich an die Skischuhe und fährt die Piste runter, wie ein Wahnsinniger, weil es geil ist, schnell zu fahren, der landet mit großer Wahrscheinlichkeit in der Klinik auf dem OP und da muss einer einen Gips anrühren. Und das ist auch mit Drogen so. Wer starke Psychedelika nimmt, ohne zu wissen, wie man das managt, läuft Gefahr, dass er in der Klinik landet. Ja, in dem Fall meistens irgendwie am Schlauch einer Infusionsflasche, weil der Kreislauf kollabiert hat oder ähnliches mehr. Das Lernen, die Partyfamilies. Ende der 70er Jahre war der Spaß für die meisten vorbei. Es war nicht mehr for free, es war zwar noch Open Air, aber doppelter Stacheldraht drum. Und irgendwelche Uniformierten mit Wachhunden, weil es kostete ja 35 oder 40 Mark Eintritt. Da muss man aufpassen. Also Freiheit war weg, for free war weg, der Bezug zur Natur war weg, weil im Stacheldraht hat man nicht mehr das Gefühl von Natur. Das heißt, Kommerz auf der einen Seite und Politik auf der anderen Seite haben eine kulturelle Entwicklung gebremst, ausgebremst. Und viele Leute, die sich da aktiv engagierten, eingeschränkt, bis hin zur Einschränkung der Freiheit. In den 80er Jahren gab es relativ wenig, sagen wir, eindeutige Trends. Es gab da Punks und es gab da schon irgendwie Hip-Hop und ja, es gab schon verschiedene Richtungen, aber es gab nicht so einen Massentrend, während Ende der 60er, Anfang der 70er, Blumenkinder, Hippies, das waren klare Begriffe, die Leute hatten da Vorstellungen, ob die der Realität entsprachen, ist eine andere Sache, aber sie hatten Vorstellungen, was das sei und man las davon viel in den Zeitungen. Und Ende der 80er Jahre, da war auf einmal alles etwas anders. Die erste Love Parade, Dr. Motte, Matthias Röhing, hat so eine Party in Berlin, mitten in der Stadt, da stand noch die Mauer, gefeiert, 150 Leute, ein VW-Bus, privates Fest, aber politische Demo, Friede, Freude, Eierkuchen. Und das war die Stimmung in der Stadt, es wurde viel gefeiert. Es hieß noch nicht Techno. Der Begriff Techno war den Journalisten unbekannt. Die haben erst später Techno geschrieben, am Anfang mit 2K, später mit CH. Und haben dazu geschrieben, die nehmen alle Ecstasy. Aber als Techno noch kulturell am Entstehen war, hieß es Acid House.
Man sprach von Acid House Musik, man ging auf Acid House Partys, man ging nicht auf Techno Partys, wusste noch kaum einer. In Frankfurt gab es einen Techno-Laden, der den Namen führte, seit 1984. In Berlin wusste noch keiner, was Techno ist. Das war erst so 88, 89. Aber die Partys hießen auch noch Acid House Partys. Das heißt, die Wurzeln der Techno-Bewegung. Und ich kenne viele, die da sehr engagiert sind. Die rühren eindeutig aus der Hippie-Zeit. Das heißt, die DJs, die die Musik gemacht haben, ja, die meisten hatten eigentlich ziemlich viel psychedelische Erfahrung. Wobei es gibt Ausnahmen. Die bekanntesten sind nüchtern. Dr. Motte, Begründer der Love Parade, raucht nicht, auch kein Tabak, trinkt kein Alkohol, nimmt keinerlei Drogen, ist von der Überzeugung Zen-Buddhist. Ich war häufig bei ihm zu Hause Musik hören, der macht mir da nichts vor, das ist seine Lebensart. Und er kann auch sehr genießen, er kann auch ekstatische Zustände erreichen. Also der Vater der Love Parade ist, ja, Abstinentler, kann man sagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Er holt sich sein Vergnügen auf andere Art und Weise als viele, die auf die Love Parade gehen. Und dann gibt es eine Gegendemo zu Love Parade. Die hat sogar die Love Parade überlebt. Die heißt Fuck Parade. Martin Klim, Trauma XB, Frankfurt am Main, der organisiert da in Frankfurt die Nachttanzdemo. Für Reclaim the Street, mehr Party auf der Straße, Kultur auf der Straße, Kultur im öffentlichen Leben, Kultur als Lebensart und nicht als Konsumgut. Das ist so das Leitmotiv, während Love Parade war ja mehr Konsumgut. Nicht? Öffentliche Demonstration auf der einen Seite und auf der anderen Seite Exklusivrecht an den Fernsehsender verkaufen. Das ist verfassungsrechtlich daneben. Darum ist es auch kein Wunder, dass die Love Parade nicht mehr gibt. Aber auch der Begründer der Fuck Parade ist Abstinentler. Der raucht nicht, der nimmt keine Psychedelika und ist einer der bekanntesten DJs und Organisator einer der politisch am meisten wahrgenommenen Technoparaden. Es ist also auch so, es gibt Leute, die behaupten, es ist Musik ohne Drogen, Drogen ohne Musik oder was auch immer. Es gibt überall Menschen, die denken so, es gibt Menschen, die denken so und das muss kein kultureller Ausschluss oder kulturelle Nichtfähigkeit des Zusammenklinkens sein. Das heißt, DJs, die keine Psychedelika nehmen, sind durchaus in der Lage, sehr bewusst als Zeremonienmeister für Leute zu arbeiten, die selbst gerade eine psychedelische Reise machen. Also die wissen, mit jedem Kick, den sie der Platte geben, passiert was mit den Leuten auf dem Dancefloor. Und dieses Wechselspiel ist sehr intensiv. Sicher, die Mehrheit der DJs, die ich kenne, haben auch psychedelische Erfahrung. Aber es ist kein Muss. Die Freiheit, das zu wählen, was man will, setzt voraus, dass man A weiß, wer man ist. Denn nur wenn man weiß, wer man ist, weiß man auch genau, was man will. Zweitens muss man etwas über die Dinge wissen, die man will, nämlich die Dinge, die man erreichen will mit einer Droge. Ich nehme ja eine Droge als Mittel. Ich zum Beispiel, ich nehme, wenn ich eine Pille nehme oder eine Pappe oder was auch immer, im Allgemeinen diese Substanz, damit ich ein bisschen mehr merke, was in meinem Kopf vor sich geht. Während ich kenne Leute, wie zum Beispiel die Drogenbeauftragte des Landes Berlin, die Elfriede Koller, die nimmt immer nur eine Pille, wenn sie weniger merken will, was ihrem Kopf vor sich geht, nämlich wenn er wehtut. Diese Möglichkeit des Erfahrens, wer man ist in einer Gesellschaft, archaisch zu erleben und sich in einer sich konstituierenden gesellschaftlichen
ja, neue Strömung zu integrieren und gemeinsam mit anderen etwas ganz intensiv ekstatisch zu erleben. Das war Anfang der 90er Jahre, bis sagen wir, ja, zweite Hälfte der 90er Jahre, weit verbreitet, gut für viele Leute möglich. Die Partyorganisatoren haben eine unglaubliche Perfektion herangebracht. Nicht, wenn man heute auf ein Open Air geht, es ist ja wirklich erstaunlich, wie viele Sattelschlepper mit welchem Material da anfahren, nur damit da ein paar tausend Leute ein Wochenende lang genau die Farben und die Töne sehen und hören und spüren und fühlen, die eben jetzt für die Lustbarkeit vonnöten sind. Und diese Entwicklung hatte eine unglaubliche Steigerung in den 90ern. Und es war etwas Neues, eine neue Art von Sounds. Sehr sequenziell. Wiederholung, immer wieder von gleichen Rhythmen, gleichen Melodien, über Stunden hinweg. Also etwas, was zum Beispiel Liturgien auszeichnet, die klassischen Liturgien, die katholische Kirche, da wird auch ein Ave Maria nach dem anderen gesungen. Das sind bestimmte Schwingungsstrukturen, die sich ins Gehirn übertragen. Und es war eigentlich eine Musik wie in der Barockzeit. Techno, ist klassischer Technosatz, ist komponiert wie der Fugensatz, eine Fuge, wo jede Melodie zu jeder passt, die Fuga circula, also die kreisrunde Fuge, die man unendlich lang spielen kann. Das ist so die Topform, als Lied, in Liedform nennt man es Kanon. Und so ist ein Technosatz abgebaut. Während vorher die Musik, sagen wir auch, die Musik von psychedelischen Feeling in den 60er und 70er Jahren, die war komponiert nach dem Prinzip vom Sonatensatz oder eben von einem normalen Lied, hatte vielleicht ein Refrain, aber es war wie ein Liedsatz, ein Sonatensatz, eine Einführung, eine Durchführung und ein Schluss. Während die Konstruktion, dass alles miteinander kompatibel sein muss, wie in der Barockzeit, wie also Bach mit seinen Fugen aufs Vortrefflichste wirklich dargestellt hat, das zeichnete die Technomusik aus. Wir hatten also eine Situation, wo das Gehirn über Stunden lang ganz regelmäßig bestimmte Informationen kriegt, im gleichen Rhythmus. Und wenn ich akustisch wie optisch mir Signale geben, dann löst das im Gehirn an bestimmten Stellen Reaktionen aus, chemische und physikalische, Schwingungen, elektrische. 180 BPM oder 200 BPM. Sagen die Leute, oh, das ist schnell, Wahnsinn, die sind ja verrückt, die GABA-Freaks. Die Hausfreaks und Goa-Freaks sagen immer, die GABAs, die sind völlig verrückt. 200 BPM, das sind ja über 3 Hertz, 3 Schwingungen pro Sekunde. Das ist ja mehr zappeln als tanzen. Aber wenn wir es genau betrachten, Alpha-Training, Zen-Meditation, Beine verknoten, gerade ausgucken, Himmel angucken, sich freuen, die Gedanken auslöschen, die Gehirnschwingungen runtersetzen in einen Grenzbereich für die Wahrnehmung. 3 Hertz, 4 Hertz. Das ist die Schwingung, ja, die ein Zen-Mensch mit bestimmten Meditationen erreichen will. Und genau diese Schwingung hat auch ein GABA-Freak mit 200 BPM, nur mit dem Unterschied, dass das Gehirn nicht nur die Töne wahrnimmt, nicht nur die Bässe spürt, nicht nur die Strobos sieht, also der ganze rezeptive Apparat in diesen Schwingungen funktioniert, sondern zusätzlich, wenn man sich bewegt, auch die ganze Motorik und die Steuerung derselben auch in dem Frequenzmuster. Das heißt, ein GABA-Nation-Freak hat in seinem Gehirn mehr Stellen im gewünschten Frequenzmuster aktiviert als ein Zen-Mönch. Und wenn man das Wochenende für Wochenende macht und das noch unter Zuhilfenahme psychotroper Substanzen, damit man es noch ein bisschen stärker merkt, das ist
eine harte Schule. Aber aber die Früchte sind, dass man gut trainiertes Gehirn hat, das sehr intensiv, sehr schnell, sehr viele Schwingungsmuster, zum Beispiel wahrgenommene in mechanische, umsetzen kann. Das heißt, man tut seine Gehirnmuster, wie Mandalas kann man das eigentlich sehen, was so im Gehirn schwingt, das kann man mit der Lightshow und mit den Tönen programmieren. Und durch diese Programmierung und Unterzug psychotroper Substanzen, vornehmlich Ecstasy, aber die, die das programmiert haben und die Geräte dafür hergestellt haben, das muss man immer dazu sagen, es gibt Leute, die entwickeln diese Geräte, diese ganzen Synthesizer. Und die Leute, die daran gearbeitet haben und daran arbeiten, da sind auch viele Leute dabei, die psychedelische Erfahrung haben. Vielleicht zum näheren Verständnis etwas zu Stimmung. In anderen Kulturen wird der Stimmung weit mehr Bedeutung beigemessen als in unserer Kultur. Zum Beispiel in Indien wird vor einem Konzert die sogenannte Alapa gespielt, da werden Instrumente und Personen eingetunt auf das Saja, der Grundton der Inder, Vater der anderen, der Jahreston der Erde, etwa 136,1 Hertz. Das sich einstimmen und wenn man dann noch diatonische Intervalle nennt und Gra 22 in der Oktave schon zur Auswahl hat und nicht nur 12, wie unser einer, dann ist das Ohr geschulter, kleine Unterschiede zu hören. Und Stimmen ist ja nicht nur das sich einstimmen auf ein Konzert, sondern wenn ich ein Instrument habe und spiele eine Saite, ist das so etwas wie Weltanhörung. Denn wenn ich diese Saite an bestimmten Stellen mit meinem Finger beeinflusse, klingt es anders. Aber es ist ja im Grunde genommen, es klingt so, wie es ist. Es ist eine Anhörung von etwas, wie es ist. Oder eine Orgelpfeife, das ist eine Anhörung, wenn man eine bestimmte Luftsäule in einem Rohr zum Schwingen bringt, aber es ist eine Anhörung, so funktioniert die Natur. Das heißt, wer geübt ist, ein Instrument zu stimmen, der schult sein Gehör, der kriegt mehr mit, der kann differenzierter wahrnehmen. Für den öffnen sich Welten, die für anderen, die nie Stimmen gelernt haben, und das nie gehört haben, die kriegen die Welten gar nicht mit. Drum war zum Beispiel im alten China, war es Pflicht für Staatsdiener, dass sie die Queen beherrschen und die Musiktheorie. Das heißt, wer ein Staatsamt ausüben musste, musste auch vom Ohr in der Lage sein, zu unterscheiden zwischen Harmonie und Disharmonie. Unter diesen Voraussetzungen sequenzieller Musik, Mantrik, wie schamanische Gesänge, nur eben meist elektronisch hergestellt, übrigens mit vollem Frequenzgang. Gäbe es keine Techno-Bewegung oder hätte es die nie gegeben und nicht so viele DJs, würde es heute vielleicht gar keine Plattenspieler mehr geben. Aber Vinyl, ein Plattenspieler mit einer Platte, die hat bis 16 Kilohertz drauf, aber da ist eine Nadel, ein Kristall, ein Diamant und der schwingt. Und der oberste Ton von der Platte bildet auch Obertöne, diese Schwingung, und die übernimmt diese Nadel. Das heißt, die Nadel gibt als Information nicht nur die Frequenzen weiter, die auf der Platte sind, sondern auch noch die natürlichen Obertöne dazu. Während eine CD, die ist bei etwa 22 Kilohertz geschnitten, das ist Cut-Off, MP3 ist Cut-Off niedriger. MP3, das ist wie McDonald's und Vinyl ist wie das First-Class-Restaurant. Und es waren eben die Techno-DJs, die an Vinyl festgehalten haben. Wobei die Goa-Szene ist die, die am meisten schon auf CDs abgedriftet ist, während also in der Gabanation-Szene, die eben auf 200 BPM oder gut 3 Hertz meditieren, da findet man noch praktisch keine CDs, weil ich spiele alle Vinyl, weil so laut es ist,
die Ohren kriegen das mit und nicht nur die Ohren, wir hören mit dem ganzen Körper. Und so ein Cut in der Musik, das ist hart. Also eine gute Voraussetzung, nicht? Wer zum Beispiel sich mit Musiktherapie beschäftigt hat, Alfred Tomati, ein französischer Forscher, der hat ganz klar festgestellt, dass bestimmte Arten von Therapien ein bestimmtes Frequenzmuster brauchen. Und die heute nach seiner Methode arbeiten, sagen ziemlich übereinstimmend, aber auf jeden Fall mehrheitlich, dass es mit CDs nicht funktioniert. Und die gleiche Musik auf Vinyl funktioniert. Da kommt der therapeutische Effekt. Also über Hören, Wahrnehmung, Bewusstsein, Vergleichen. Damit ist man gut beschäftigt. Immer wieder gucken, gucken, gucken. Und da sind psychedelische Substanzen oft der Schlüssel. Man kann jahrelang an der gleichen U-Bahn-Stelle einsteigen. Und auf einmal geht man den gleichen Weg auf Trip und sieht den Eingang und denkt, das ist ja ein ästhetischer Frontalangriff. Jedes der drei U-Bahn-Schilder kommt aus einer anderen Zeit, hat ein anderes Blau und die beißen sich dermaßen, dass es einfach nur der Hammer ist. Und da kann man sich beschweren. Die Berliner Verkehrsbetriebe, die flippen aus, wenn man sich über sowas beschwert. Aber es zeigt, Psychedelika durch die Veränderung der Wahrnehmung machen einen auf andere Dinge aufmerksam. Und genau in diesem Bereich, stundenlang Musik, meistens von Vinyl oder live, in einem abgeschiedenen Bereich, draußen in der Natur oder in einem Club, in einer Partyfamilie mit Leuten, die ein gemeinsames Ziel haben, ekstatisch tanzen, nebenbei schön ausruhen, relaxen, gemütlich Drogen konsumieren und sonst alles dazu gehört. Das war so schön, so lebenserfüllend, dass über viele Jahre hinweg rund um den Erdball Menschen das Gefühl hatten, das ist mir das Wichtigste. Und auf hier alles andere verzichtet haben, um Wochenende für Wochenende an bestimmten Stellen dieses Ritual durchzuführen. Mit aller Intensität. Zum Teil von Freitagabends um 10 bis Montagnachmittags um 5 schier durchgehend. Unter Einnahme jeder Menge chemischer Hilfsmittel. Danach braucht man sicher kein Schlafmittel. Weil danach ist man so ausgelaugt, dass man auch seine Ruhe findet. Und dieses Wechselspiel von Feiern und Ruhen, das haben einige Leute rechtzeitig mitgekriegt. Und das war ein Segen. Und zwar unabhängig voneinander in den verschiedensten Metropolen. In Europa, in Australien, in Amerika. In dieser Szene haben sich Leute organisiert und haben Partyprojekte für die Partykultur und für Schadensminderung beim Feiern und für das Lernen von Feiern gegründet, organisiert, haben Heftchen gedruckt, haben Informationsspräche geführt. Und das wurde ein Rahmen, wo sehr viel Information vermittelt wurde. Also der Durchschnittsjugendliche, der heute feiern geht, ist im Schnitt wesentlich besser informiert als vor 15 Jahren. Und haben sicher einige der hier Anwesenden auch einen Beitrag geleistet. Durch Schreiben von Artikeln, durch Halten von Vorträgen, durch Schreiben von Büchern oder durch Geben von guten Hinweisen an Freunde und Bekannte. Heute stehen wir an einer sehr harten Position oder Situation. Weil in der Politik der Begriff des Sozialen irgendwie durch Mehrwert und Marktwirtschaft und Globalisierung ersetzt wird. Man redet nicht mehr von Menschen, sondern ja, jede Person ist auf einmal ich AG, eigenständig handelndes Unternehmen. Das heißt, der Mensch wird auf Mehrwert, Schöpfung respektive Kosten
reduziert. Man muss sich mal vor Augen führen, in was für Relationen sich so etwas bewegt. Die Schweizerische Eidgenossenschaft hat etwa 7,2 Millionen Einwohner. Und die 150 größten Aktiengesellschaften, also die 150 ersten Aktiengesellschaften, die an der Schweizer Börse kotiert sind, die haben ungefähr gut 95% des gesamten schweizerischen Aktienkapitals und die haben im Jahr 2005 ungefähr 72 Milliarden Franken Gewinn gemacht, den sie reinvestieren, irgendwelche ausländische Firmen kaufen oder ihren Aktionären auszahlen. Das macht 72 Milliarden auf 7,2 Millionen Einwohner über 10.000 Franken pro Einwohner. Das heißt, dieses kapitalistische System hat, ohne dass die meisten Leute das irgendwie bewusst realisiert haben, pro Einwohner, Babys und Kreisen, alle inbegriffen, 10.000 Franken Mehrwert abgeschöpft und das auf ein paar wenige verteilt. Solche Prozesse, viele nennen das irgendwie Marktwirtschaft, aber wenn man sich das genau anguckt, wie das so im Allgemeinen läuft, in Deutschland ist das noch extremer, ich nenne sowas einfach Defizitsozialismus. Gewinne werden privatisiert und Verluste werden sozialisiert. Der Staat hat dann so viel Schulden und das ist ja wie eine Gelddruckerei für die Reichen. Je mehr Schulden der Staat macht, umso mehr Geld fließt von der Allgemeinen in ein paar wenige Privatkassen. Also die Aufgabe für ein zukünftiges psychedelisches Revival, respektive für das Helfen oder Sorge tragen, dass es momentan gerade wieder, also gerade in den letzten beiden Jahren ist das psychedelische Revival stark zu spüren. Ecstasy ist auf Dauer nicht so interessant. Es sind gute Erfahrungen, die die Leute machen. Es hat ihre soziale Kommunikation vielleicht verändert. Aber im Grunde genommen, LSD ist knallhart und kristallklar. Da wird nichts verschönt und in Watte gepackt. LSD zeigt so, wie es ist. Psilocybin ist vielleicht ein bisschen erdiger, aber zeigt auch schonungslos, wie es ist. Wenn man sich gut fühlt und so Substanzen nimmt, wenn man einen klaren Kopf und Bewusstsein hat und so eine Substanz nimmt, dann hat man vielleicht nachher mehr Bewusstsein und noch einen klareren Kopf. Das heißt, sie verstärken etwas. Aber wenn man sich schlecht fühlt, depressiv ist, sich nicht mag und dann so Substanzen nimmt, dann merkt man vielleicht noch mehr, dass man sich eigentlich nicht mag oder dass man irgendwie einen Knoten in der eigenen Wahrnehmung oder in der Selbstverständnis hat, wer man ist. Also die Person, das Individuum, das genießen will und gemeinsam mit anderen sein Leben genießen will, und was gibt es Vernünftigeres auf der Welt zu tun, als sein Leben zu genießen, sich finden. Und das tut man in erster Linie durch Wahrnehmungstraining. Das fängt an bei kleinen Kindern. Der Apfel und der Apfel. Sie können sogar vom gleichen Baum kommen und trotzdem drei verschiedene Sorten sein. Man kann das an Apfelbaum mehrere Sorten wachsen lassen. Aber die schmecken völlig unterschiedlich. Wie viele Leute können das noch? Verschiedene Apfelsorten unterscheiden. Die Vielfalt in der Unterscheidung vom Genuss. Und nie, wirklich nie, ein Kind zwingen, etwas zu essen, das es nicht mag. Das ist wie Vergewaltigung. Weil der Geschmackssinn, unser Geschmackssinn, ist überlebenswichtig. Weil unser Geschmackssinn vermittelt uns, was wir brauchen, welche Nahrungsmittel wir brauchen und vermittelt uns auch, welche wir nicht vertragen. Und wenn uns etwas zuwider ist, und Fenchel, nee, für Kindergaume ist Fenchel oft zu bitter. Und das Kind dann zwingen, das zu essen, das ist Vergewaltigung des Geschmackssinnes und unter Umständen eine schwere Behinderung fürs ganze Leben, denn wenn man sich auf seinen Geschmack nicht mehr verlassen kann, dann ist man
behindert, wie wenn man nicht mehr sehen kann oder nicht mehr hören kann. Und es gibt auch heute noch Eltern, die ihre Kinder nötigen, was zu essen, was sie nicht mögen. Auf der anderen Seite beibringen, wie man genießen kann, wie unterschiedliche Dinge schmecken. Das ist die beste Prävention gegen Absturz nach Drogeneinnahme. Das fängt früh an. Genusskultur. Und zur Genusskultur gehört die Kultur des Sich-Ausdrückens dazu. Das heißt, die Begriffe vermitteln. Die gleiche Substanz in einem ganz ähnlichen Set und in einem sehr ähnlichen Setting kann bei dem einen eine ozeanische Selbstentgrenzung auslösen. Eins sein mit dem All und wunderbar und göttlich und wohlfühlen und himmlisch. Und die gleiche Substanz bei einer anderen Person in einem fast analogen Setting kann zu einer angstvollen Ich-Auflösung führen. Nicht mehr wissen, wer man ist, nicht mehr wissen, wo man hingehört, völlig die Orientierung zu verlieren. Das Phänomen ist die gleiche, das Gleiche. Es hat was mit dem Ich zu tun, der Abgrenzung des Ichs und des Eingliederns des Ichs im Kontext des Ganzen. Aber wie man das wahrnimmt, das zu beschreiben und das zu vermitteln und das, ja, helfen den Leuten, wenn sie sich austauschen, vor Ort, im Chillbereich, an der Party, animieren, über bestimmte Drogenerlebnisse zu reden und gleichzeitig zeigen, wie andere Leute bestimmte Phänomene genannt haben. Denn nur wenn wir über einen gemeinsamen Wortschatz verfügen, nur wenn wir ein Instrumentarium zur Verfügung haben, um uns gegenseitig zu verstehen, wird es auch gelingen, miteinander kulturelle Entwicklung voranzutreiben und ja, die Schulung des Bewusstseins, nämlich einer Art des Seins, so wie Kultur eben, das ist so die Art des Lebens und kein Konsumgut. Und Bewusstsein ist auch nicht ein akademischer Grad, sondern das ist eine Lebensart. Und diese Lebensart zu vermitteln, egal ob man jetzt Psychedelika dabei konsumiert oder nicht, das ist eigentlich nebensächlich. Aber dafür den Rahmen zu schaffen, damit die Menschen, die ekstatisch tanzen wollen oder was auch immer anderes machen wollen, mit psychedelischen Substanzen, zum Beispiel Sex, die Rahmenbedingungen dafür so zu schaffen, dass der Schaden, den man dabei erleiden kann, möglichst gering gehalten wird. Und da sind wir eigentlich auf einem wesentlich besseren Ausgangspunkt als vor 15 Jahren. So Begriffe wie Safer Use, der sichere Gebrauch von bestimmten Dingen, sind doch auch weitgehend in bürgerlichen Kreisen heute akzeptiert. Das heißt, zum Beispiel in Deutschland war es bis 1992 strafbar, frische Kanülen zu verteilen. 1992 wurde in Dortmund, in Deutschland, der letzte Automat beschlagnahmt. Erst dann, aufgrund eines Bundesverfassungsgerichtsurteils, hat dann die Regierung das Betäubungsmittelgesetz geändert und festgestellt, dass die Abgabe frischer Kanülen kein Verleiten ist zum Drogenkonsum. In der Schweiz war es ähnlich. In Bern wurden schon Kanülen verteilt, die Stiftung Kontakt, und in Zürich haben die noch fleißig beschlagnahmt und den Apothekern sogar Approbationsentzug gedroht, wenn sie weiterhin Kanülen verteilen. Also die Politiker, die das zu verantworten haben, die haben mehr Menschen auf dem Gewissen als alle Drogendealer, die in diesem Land wohnen. Heute ist Fixen für viele Jugendliche nicht mehr so in, es ist nicht mehr der Trend, aber es ist eine andere Geschichte im Trend. Eine Geschichte, an die kaum einer denkt. Titel heißt Safer Sniffing oder Safer Sniffen, sagen auch einige. Sicherer Schnupfen. Man kennt das aus Clubs, aber auch
in Restaurants, gut bürgerlichen, in bestimmten Cocktailbars, wo Leute aus dem Bankenviertel, aus der Geschäftswelt verkehren. Da sieht man oft mehrere Leute hintereinander stehen vor den Toiletten. Und wenn man da länger steht, merkt man auch, dass da oft zwei, drei gleich reingehen. Und das sind keine schwulen Clubs, die da jetzt schnell eine Nummer abziehen, sondern da werden die Kreditkarten schnell raus und hack, 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 hack. Und bei den einen ist es Kokain und bei den anderen ist es Amphetamin, bei den anderen ist es Methamphetamin oder Metkatinon. Und einer rollt schnell einen 100-Franken-Schein oder einen 100-Euro-Schein und der geht dann rum. Und der geht dann rum und jeder zieht schnell, es muss ja schnell gehen, draußen warten noch welche. Und, huch, Jahre später merkt einer, ich habe eine Hep C. Und ich habe immer ein Kondom gebraucht. Jetzt habe ich eine Hep C. Wie gibt's denn das? Beim Schnupfen. Vor allem Kokainisten. Die brauchen häufig Stoff, weil Kokain wirkt nicht so lang. Muss man dran denken, die Nase wird verletzt. Man hat dann Karfunkel, Furunkel, diesen Geschneug, dass überhaupt der Stoff nur durch die Nase hochkommt. Und es blutet ein wenig. Körperflüssigkeit dran. Und der nächste, auch leicht verletzte Nase, Körperflüssigkeit dran. Der nächste, Körperflüssigkeit dran. Zack, haben vier Leute. Der hebt sie. Oder was auch immer, ein Herpes, gibt eine ganze Reihe Sachen. Darmkrankheiten kann man sich so holen, wie die Chlamydien und Schigellen, recht unangenehm. Das kann man vermeiden, jeder sein eigenes Schnupfröhrchen. Da denken wenig Leute dran. Und es ist sehr schwierig, auch heute in der Gesellschaft. Es gibt Clubbetreiber, die weigern sich, sagen, das kannst du nicht machen hier, das ist ja Aufforderung zum Trunkkonsum, hier Schnupfröhrchen verteilen. Ich sage, ja, und am Kiosk vorne, an der Garderobe werden große Papers verkauft. Das kann man in jedem Kiosk kaufen, das ist völlig normal. Wenn man Schnupfröhrchen verschenken will, dann heißt auf einmal, das geht nicht, nicht. Wenn ich die schön verpacke und 5 Euro draufschreibe, dann wird es vielleicht erlaubt sein. Maßnahmen, die nachweislich, das heißt evident, helfen. Schaden zu mindern, die werden akzeptiert. Und die Leute sind erstaunlich lernfähig, mehr als man denkt. Wir haben auch eine gute Erinnerung. Es gibt Wissenschaftler, die sagen immer, Leute, die lang Ecstasy nehmen, die können sich an nichts mehr erinnern. Ich kenne Leute, die wissen noch 10 Jahre, wie die Pille ausgesehen hat, die sie an einer bestimmten Party genommen haben. Ob da eine blaue Pille mit einem kleinen Adler drauf war oder ob da eine Taube drauf war oder ein Eurozeichen oder was auch immer. Das sich erinnern, das sich mitteilen und die Sprache dafür zu finden und das wirklich intensive Nachhaken, auch wenn man etwas nicht versteht. Weil man merkt oft, man kann etwas sagen oder man hört etwas und man kriegt genau mit, die Person hat zu der Person etwas gesagt und man sieht, die andere Person hat es gar nicht verstanden, hat die Augen groß offen, Mund groß offen, aber hakt nicht nach, war das Ganze überflüssig. Das heißt, die Intensität der Unterhaltung, genauso wie die Intensität der Wahrnehmung. Es geht um Bewusstsein als Lebensart. Und das ist immer die gute Voraussetzung für ein psychedelisches Revival. Man könnte auch sagen, als Voraussetzung, wie es im Buddhismus heißt, Wachsein ist alles, nicht verpennt, verträumt durch die Welt gehen. Je mehr wir von unserem Leben haben wollen, zeitlich ist es begrenzt, genau weiß das keiner so, wann, aber es ist so. Und wir haben genau so viel davon, wie wir uns daraus für uns nehmen. Nichts tun, gleichgültig sein, ist im Grunde genommen so wie Wegschmeißen von Lebensqualität. Aber auch gedankenlos Drogen konsumieren, einfach beliebig, ohne zu überlegen, als Mittel, für was man das eigentlich nehmen will, kann auch Lebensqualität ruinieren.
aber auch Nüchternheit. Es gibt Leute, die haben ja einen richtigen Nüchternheitswahn. Das ist ja eine Nüchternheitspsychose, kann man das sehen. Nüchternheitswahn hält ja viel Leute ab, irgendwas überhaupt auszuprobieren. Die setzen sich ganz bestimmte Grenzen, sagen, die setze ich mir für mein Leben lang. Ist im Grunde genommen nur Ausdruck von einer Ängstlichkeit. Ja, wenn jemand einfach Angst hat zu experimentieren, weil es ist im Grunde genommen, und das zeigen viele Gespräche, es ist nicht die Angst vor der Droge selbst, dass die Droge einen vergiften können, sondern es ist bei LSD zum Beispiel die Angst, etwas von sich mitzukriegen, was unangenehm ist. Ich kenne Leute, die nehmen seit 10 Jahren Ecstasy, bequeme Weichspülerdroge, aber wenn man nicht so besonders gut drauf ist, geht immer noch und ist ganz nett. Aber LSD, wenn sie dann mit Freunden reden, sagen, oh nee, das ist nicht für mich, ich habe da noch einiges im Keller. Und wenn das alles rauskommt, dann kriege ich sicher ein Horror, davor habe ich Angst. Das heißt, das Nicht-Nehmen von LSD kann genauso Realitätsflucht sein, wie vielleicht mal das Nehmen bestimmter Substanzen. Oder andersrum ausgedrückt, das Nehmen einer bestimmten Substanz, um sich näher zu erkennen, kann ein Hingehen, ein sich der Realität öffnen bedeuten, weil man ganz gezielt seine synaptischen Spalten in den Zustand versetzen will, dass man von sich eben etwas mehr mitkriegt. Und dann hat die Einnahme wirklich eine psychedelische Wirkung. Es erweitert die Seele, es erweitert das Selbstverständnis. Das Wesentliche kann man nur selbst erfahren. Weltanschauung kommt von Weltanschauen. Was in Büchern steht und was andere erzählen, ist immer garantiert die Weltanschauung anderer. Ob es dann die eigene der Person ist oder nicht, das mag nochmal dahingestellt sein, aber es ist nicht meine. Meine Weltanschauung ist, wie ich die Welt sehe. Und das kann mir niemand abnehmen. Und wenn man Bücher schreiben will oder wenn man jemand eine Info geben will, wenn man jemand irgendwie helfen will, sein Leben mehr zu genießen, dann ist es eigentlich das Vernünftigste, was man machen kann, wie man etwas differenzierter wahrnimmt, zu vermitteln, wie man etwas differenzierter unterscheiden kann und vergleichen kann und wie man das für sich selbst nutzen kann und genießen kann und wie man vor allem auch mit anderen gemeinsam genießen kann. Wesentlich ist die Vorgehensweise, wie man schaut, wie man etwas betrachtet. Also für mich ist einer der hervorragendsten Leute, die, sagen wir, für mich, für meine Art des Schauens mit am meisten gezeigt haben, das war John Lilly, der sich mit Delfinen und vor allem mit der Substanz Ketamin beschäftigt hat. Aber in seinem Buch zum Beispiel Simulationen von Gott geht es um Betrachtungsweisen und um das Einordnen von bestimmten Betrachtungen, um das, wie wird das Beobachtete, das Festgestellte in den Kontext gebracht, was meine ganze Weltanschauung macht. Und Lilly war ja auch einer derjenigen, der immer betont hat, nur was man selber probiert hat und gemacht hat, das weiß man mit Sicherheit. Das andere, das kann man ahnen, das kann man glauben, aber glauben heißt immer nicht wissen. Und Ekstase ist genau das Gegenteil von Glauben. Eine Religion, die nur auf Glauben basiert, das ist im Grunde genommen eine Religion des Nichtswissens. Aber wer sich in die Ekstase begibt, der weiß
in dem Moment, dass er ja so weit außer sich ist, dass er Teil des Universums, Teil der Gemeinschaft, Teil des Rituals ist. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Wir müssen nicht über irgendwelche Glaubenssätze diskutieren, sondern höchstens über praktische Hinweise, wie man Lebenslust, Lebensgenuss, Ekstase und das Schöne der Welt, ja, die Genusskultur des Daseins oder Hierseins, des Seins überhaupt, ja, mehr genießen kann und sich mehr daran freuen kann. Ja, ich danke. Aufmerksamkeit. Es bleibt uns noch ein wenig Zeit, dass wir im Rahmen dieses Programms uns etwas mit dem Thema beschäftigen können. Gibt es irgendwelche Fragen? Ja, bitte. Ja, mir ist eine Frage. Du hast vorher gesagt, man solle die Kinder nicht zwingen, was zu essen. My microphone for you, otherwise they cannot translate. Oh, sehr gut. Hallo, du hast vorher gesagt, man soll die Kinder nicht zwingen, was zu essen, was sie nicht mögen. Was würdest du machen mit einem Kind, das dir nahe steht, das, sagen wir, relativ früh nach Pilzchen verlangt, zum Beispiel mit 10, 12 Jahren? Nach Pilzen. Da kann ich nur sagen, ich kann mich erinnern, das war in Bayern am Starnberger See. Da habe ich mit Leuten gewohnt und wir waren unterwegs und wir haben psychoaktive Pilze gefunden und eine Suppe daraus gemacht. Und die Kinder haben, oder das Kind, hat auch ein wenig davon probiert. Gut 2 Jahre alt. Mit 2 Jahren war dieses Kind in der Lage, relativ weit vom Haus entfernt in den Wald zu gehen, Pilze zu suchen. Nachdem die Mutter schon angefangen hat, das Kind zu suchen, aus dem Wald zurückkam mit dem Schürzchen und sagt, Mama, Suppe machen. Und es waren nur Psilocybin, nicht eine Verwechslung. Also ich bin der persönlichen Überzeugung, ich kann das natürlich nicht medizinisch jetzt belegen, aber ich glaube nicht, dass die Einnahme von Zauberpilzen für Kinder, wenn sie in, sagen wir, geborgenen Verhältnis und Vertrauensverhältnis mit den Eltern und den Geschwistern oder in ihrem Umfeld leben, dass sie dadurch Schaden erleiden. Das glaube ich nicht. Also ich habe nie davon gehört. Ich kenne sehr, sehr wenig Kinder oder Kleinkinder, die psychedelische Erfahrungen gemacht haben. Es sind Einzelfälle, wie man in der wissenschaftlichen Literatur sagen würde. Ich kenne allerdings keine Fälle, wo Kinder durch die Einnahme von Zauberpilzen Schaden genommen hätten. Kenne ich nicht. Aber ich kann also nicht sagen, ob es jetzt so oder so ist. Ich kann nur sagen, was ich glaube, das ist also eine subjektive Anschauung und ich glaube also von der Einnahme von Zauberpilzen erleidet ein Kind keinen Schaden, wenn nicht irgendwie zusätzlich ungünstige Faktoren sind. Aber ich betone, das betrifft jetzt nur Zauberpilze, das betrifft nicht alle Drogen. Nicht, dass du sagst, ein Kind kann jetzt konsumieren, was es will und Gus hat ja gesagt, da erleidet man keinen Schaden, aber bei Zauberpilzen habe ich wirklich das Gefühl, dass eine kindliche Psyche das durchaus vertragen kann. Keine weiteren Fragen?
Ja, dann bleibt mir nichts anderes. Ah ja, bitte. Ist Ton drauf? Ja. Hans, ich bin Teil gewesen von dieser Musikentwicklung in Berlin. Und was mich im Moment beschäftigt, und ich denke, heute Abend mit den Gongs werden wir davon auch mehr hören und spüren, wie ist es möglich, diese Lehre der Schwingungen, die Erfahrungen von Trance zu nutzen, um ein, ich habe jetzt das Wort Tempel im Mund, also einen sakralen Raum im alltäglichen Gebrauch von den Erfahrungen, Tanzen, Musik, die du vorhin beschrieben hast, herzustellen? Also ein Club, ein guter Club. Nehmen wir als Beispiel den Electric Ballroom im SO 36 in Berlin-Kreuzberg. Die Lightshow und die Musik ist im Grunde genommen wie eine große Mind Machine. Optische und akustische Signale, die an das Gehirn weitervermittelt werden, im Grunde genommen zur Steuerung der Schwingungen im Gehirn. Und wenn der DJ und was dazugehört, die Party-Family, die mindestens so wichtig ist wie die Deko und der DJ und der Veranstalter, die Party-Family. Ohne Party-Family kann der beste DJ keine gute Party starten. Wenn man da lauter Alki-Prolls in den Club stellt, dann kann auflegen, wer will, das wird nicht gut gehen. Und das, also Berlin ist gesegnet. Ich denke, das ist mit das Wertvollste, was Berlin überhaupt hat, ist die Partykultur. Ansonsten ist Berlin ja völlig verarmt. Nicht? Also der Stadtteil, der ich wohne, nur zum Vergleich für Leute, die von woanders herkommen, der hat in den letzten 10 Jahren mehr als die Hälfte seines Wertes verloren. Ganz real. Häuser, die vor ein paar Jahren noch mehrere Millionen gekostet haben, die kriegt man heute auf Zwangsversteigerung für ein paar hunderttausend Euro nicht mehr los. Die Preise sind völlig im Keller. Und am Potsdamer Platz gibt es fast so viel Leerstand wie am Alex. Die Sony zieht aus dem Sony Center aus, zu teuer. Die Deutsche Bahn hat nur noch ein Büro in dem Riesenhochhaus. Sind sie alle rausgezogen, ist alles Leerstand. Hätten wir sie alle sparen können, das Bauen da. Ja, wir werden bald in Glaspalästen tanzen, nicht mehr in alten Fabrikhallen, wenn das so weitergeht. Also was Partykultur anbelangt, einige Clubs, es gilt nicht für alle, aber es gilt vornehmlich für die, wo der Eintritt 5 € oder weniger kostet. Bei denen, wo es 10 € mehr kostet, ist es eigentlich nie der Fall. Das sind sakrale Räume für die Leute, die dahin gehen. Und also Electric Ballroom 10 Jahre lang, vorher hieß es Subversiv und gab es noch Vereinsheim, das ist eine Party-Family. Ich kenne da Leute, mit denen bin ich seit 20, 30 Jahren auf dem Dancefloor. Und wir feiern gern miteinander. Und über Jahre hinweg trifft man sich immer zur gleichen Zeit am gleichen Ort, um gemeinsam bestimmte Rituale zu feiern. Das heißt, diese Räume existieren und es gibt Leute, die nutzen sie. Und, oh Dank, vielleicht auch der Kommerzialisierung, da ist der Technozug für die geldgeilen Böcke abgefahren. Viele davon sind pleite gegangen. Das heißt, man kann wieder feiern gehen, ohne dass die Scouts der Werbeagenturen rumgucken, was für eine Reklame sie einen wieder neben Dancefloor hinhängen wollen. Also sagen wir, nicht Mainstream zu sein für eine Kultur, die eine Zeit lang Mainstream war, kann der wahrste Genuss sein. Keine weiteren Fragen? Ja, wunderbar. Kann ich vielleicht noch darauf hinweisen, wenn es irgendwie später Fragen einfallen. Da unten gibt es so verschiedene Treffpunkte und am Punkt Nummer 2, das ist so Richtung Fenster, bin ich also so eine gute Stunde lang für irgendwelche Fragen offen. Und heute Abend hier haben wir ja ein nettes Programm
auch um Unterschiede zu hören. Akasha-Projekt wird das Om einspielen und danach die Vertonung vom LSD-Molekül. Ich werde das vorher erklären, was es eigentlich ist. Und danach wird das Star-Sounds-Orchestra die Horoskop-Vertonung, das heißt im Grunde genommen die Rhythmen, die an den Tagen am Himmel gegeben waren oder die Schwingung, die auf der Erde durch die Planetenkonstellation gegeben war, in Klänge umsetzen. Das heißt, es wird Ausschnitte geben aus der Horoskop-Vertonung vom 16. und vom 19. April 1943, als Albert hier in Basel die außerordentlich starke psychotrope Wirkung von LSD bemerkte. Wir haben die Uraufführung davon, fand vor einigen Jahren statt, 1993 zum 50-jährigen Jubiläum von LSD. Inzwischen sind es ja schon weit über 60. Und danach haben wir ja noch das Vergnügen, dass also wirklich sehr Szene integrierte und mit viel Open Air und Free Mind und Open Source Einstellung, nämlich Money und die Gurus aus dem Odenwald hierher kommen. Und das wird sicher ein schönes Vergnügen. Und bis dahin viel Spaß und viele Inspirationen hier an diesem Symposium. Applaus